Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Heart Gold, der Power Lock Challenge. Und in der letzten Episode waren wir angekommen in Anomonamana City und ich weiß nicht, wie man das ausspricht hier. Ich glaube, Anomonia City war richtig, oder? Anomonia, Anamonia, Chisomania, Anemonia, okay, Anemonia ist richtig. Und wir holen uns mal direkt die Medizin ab und ich muss sagen, dass Shelly wirklich krass aussieht von hinten, also von dem Overworld Sprite. Das sieht echt cool aus mit Shelly. So, oh mein Gott, ich mag Shelly. Shelly ist mein Lieblings-Pokémon wieder geworden und ich rede so schnell und ah. Und wir haben hier, glaube ich, Felskleppentor. Okay, ich glaube, hier kann man nichts fangen. Schade, aber auch. Aber ich glaube, wir können hier was fangen, oder? Ich meine, wenn wir jetzt hier angeln würden, können wir hier was fangen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da müsste ich mal kurz nachschauen, ob das geht. Moment mal. Anemonia. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt ein eigener Ort ist. Oder ob das jetzt dieses Meer, wenn man da angelt, zur Route 41 zählt. Beziehungsweise zur Route 40. Das wüsste ich jetzt gerne mal. Moment mal. Okay. Wilde Pokémon. Surfen. Man kann hier auch surfen. Wow, okay. Moment mal, wenn ich jetzt hier surfe, Moment mal, ich bring mal kurz meine Shelly Surfer bei. Shelly hat, by the way, die Attacken Frostbeule, Aquaknarre Zugabe und Bodycheck, aber wir werden Bodycheck vergessen, weil Bodycheck, nicht einsetzbar ist, sag ich mal. Und ja, nee, Body Slam meine ich, Entschuldigung, Body Slam meine ich. So, Surfer, dankeschön. Und bist du ein eigener Ort oder ist das hier Route 41? Das ist ein eigener Ort. Tatsächlich eigener Ort, okay. Potrot, oh. Okay, wir werden das Potrot fangen. Wir werden dich fangen und wir werden dich. Wie werden wir dich jetzt schwächen? Aquaknarre? Das wird töten, nein, das wird töten. Das wird sowas von töten. Oder wird das töten? Nee, wird doch nicht töten, oder? Nee, hey, komm, du hast doch eh so viel KP hier. Okay, wir schmeißen mal einen Ball hinterher. Wow, du bist drin. Okay, wir nennen dich, warte mal, wie hießen diese Dinger von Mario? Diese Shells da, wie hießen die nochmal? Ah, wie hießen die Dinger? Fuck. Koopa, ne? Koopalinge. Koopa, nee, Koopalinge waren die von Dingens. Von Bowser, diese Kinder dort, das da war. Ich bin kein Mario-Experte, ich kenne mich kaum mit Mario aus, aber ich glaube, die hießen Koopa, diese Schildkröten. Deswegen nennen wir dich Koopa und wenn das so richtig geschrieben ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube Koopa. Doch, Koopa müsste richtig sein. Koopa und Juhu und ja. Oh, wer riesen. Gibt's Barsch was? Melotic und oh mein Gott. Ich kann nicht fliehen von einem Barsch war. Bitch, danke. Was gab es denn noch so hier? Potrot, oh wow. Okay. Frostbeule ist auch ganz cool, ganz nett. Polion. Hier gibt es so coole Pokémon und ich kriege so eine Scheiße wie Potrot. Dankeschön, Spiel, dankeschön. Und hier ist jetzt oben auch direkt unser Eusin-Freund mit seiner schönen Suicune-Freundin. Das OTP des Jahres. Und da kommt er auch schon. Hallo, Shizune. Sag mal, war das eben nicht Suicune? Ich könnte es nicht richtig erkennen, aber für den Hauch einer Sekunde meinte ich wirklich gesehen zu haben, wie das Suicune über das Meer gebrettert ist. Suicune ist so schön und so stolz. Außerdem läuft es mit atemberaubender Geschwindigkeit Städte und Straßen ab. Es ist einfach ein wundervolles Pokémon. Ich würde es nur zu gerne mal aus nächster Nähe sehen. Los, lass uns kämpfen. Wenn ich dich besiege, erkennt mich Suicune vielleicht als würdigen Trainer an. Komm schon, Shizune. Ja, dann komm mal her, du. Aber Suicune mag dich nicht, I'm sorry. Suicune mag lieber mich. Sie steht auf Weiber wie mich, weil ich bin ja auch in Weib im Spiel und er ist nicht so an. Sie ist nicht so an Typen interessiert, falls das ein sie ist oder ein er, ich weiß es nicht. Das ist genderless. Oh mein Gott, was arbeitet einfach eine Scheiße. Die armen Pokémon. Okay, wir gehen auf eine Frostbeule. Weil wir doch schon relativ guten Schnee. Wir gehen raus. Apollo. Donnerschock. Okay, gut. Thank you. Das war leicht knapp, muss ich sagen. Ladevordergang? Nee, brauchen wir nicht. Wohin genau? Oh mein Gott, wohin genau kann echt scheiße sein, wenn wir jetzt einen Konter oder so abkriegen.
Wir werden es mal einpennen lassen und dann schön nachtnebeln. Oder auch, erstmal Konfuschrall hinterher klatschen. Und dann nachtnebeln. Weil da ist mir schon wohin genau ein bisschen zu gefährlich, muss ich sagen. Man weiß nie, was das so kann mit seinen komischen Spiegelcapes und seinen Kontern und sowas. Und Sengo, okay, da können wir auch auswechseln. Oh Gott. Auf Whippet. Und Schlafudern ganz schnell. Schlitzach, du Scheiße. Das können wir mit Boo predicten ganz schnell und Hypnose einsetzen und hoffen, dass die auch treffen und Verfolgung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grab it, please. Helf uns, bitte helf uns. Einige, die werden uns mal jetzt ein bisschen defensiv aufboosten. Weil das Ding hat eine Power, das. Ich will keinen Schlitzer abkriegen von dem Ding. So, okay. Jetzt werden wir Frustration oder. Ja, Zerschneider. Das ist besser, Zerschneider, ne? Nicht aufregen, okay. Nicht aufregen, nicht aufregen. Das ist Pokémon, das ist. Dieses Spiel ist so ungerecht und scheiße. Nein! Fick dich doch, Mann. Fick dich, ganz ehrlich, dummes Spiel, ey. Donnerwelle, du mit deiner scheiß Itemsperre. Fick dich doch, du fucking. Ah! Ich kann nicht mal was tun, Mann! Ich bin so behindert. Ich führe Dummheit tut weh. Dummheit muss bestraft werden. Dummheit muss bestraft werden. Und ich kann nichts außer heilen. Dankeschön. Danke. Danke, Salva. Danke, Scheimen. Danke. Dieses. Fick dich. Einfach nur fick dich. Ich hasse dich. Oh, Mann. Critical Hits, Leute, sind asozial und. Halt die Schnauze, du. Rede nicht! Danke. Sorry, ich bin gerade so abgenervt und ich will auch gar kein Pokémon mehr reintun, weil es einfach, weil die eh nur alle sterben werden. Was bringt mir das, die reinzutun und zu leveln, wenn die alle abkacken, wann später nach 3 Folgen, ey? Das ist das. Oh Mann! B-Rabbit, hier sind Mo, Shanghai, Blazen, sterben doch eh alle. Warum denn noch leveln? Warum denn noch andere Pokémon fangen und sie 1000 Level, 1000 Stunden lang grinden und oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel, ich hasse es wie die Pest. Nein! Leuchtstein? Das ist auch gestiegen, es ist. Wir können das entwickeln mit Leuchtstein, aber was ist für ein Item bitte da dran? Was hast du für ein Item? Moment mal. Hä, doch, ja, ich will das doch weiter, aber ich will doch das Item von dir wegnehmen. Item, ja, danke. Kann man nicht Dingens hier entwickeln mit einem Leuchtstein? War da nicht was? Kann man nicht Togetic mit einem Leuchtstein entwickeln? Kann man, hier entwickle ich mal schnell, danke. So. Kannst du jetzt Pflücker lernen, bitte? Bitte lernen Pflücker, bitte, please. Kannst du, danke schön, danke. Okay, wir bringen dir mal Spotlight weg. Okay, also. Well, das ist jetzt mal was Gutes wieder, nachdem wir Beard verloren haben und oh mein Gott, ich bin gerade so abgefuckt und so angepisst von diesem Spiel und oh Gott.
Okay, ich muss ruhig bleiben und mich jetzt auf das Spiel konzentrieren und das und die Tür treffen. Okay, so. Happy, komm mal nach vorne. Ja, doch, komm mal nach vorne, Happy. Ich muss mal gucken, wie ich... Ja, doch, damit Happy kann man gut hier durchkommen, bestimmt, einigermaßen. Ich meine, das ist bulky, deswegen... Lass mal die Trainer hier machen und versuchen, ohne Tote durch die Arena zu kommen. Das ist mir gerade zu riskant. Da gehe ich mal auf Shelly raus. Und Aquaknarre mal. Und wechsel wieder raus und ich kann nicht mal rauswechseln. Na ja, stimmt, da war was. Frostbeule. Danke. So, und dich noch eben. Och Gott, ey, dieses Spiel, das fand mich gerade. Warum denn Pflücker? Das ist doch nicht Typ Pflanze. Ich denke immer, dass das Pflanze ist, aber das ist doch Gestein. Das muss ich langsam lernen. Warum kann ich nicht auswechseln? Gena. Zugabe. Bad, Bitch. What the fuck? Betakus? Yeah, wir pennen beide ein. Wie cool. Ach Gott, ey. Gott. Penn ein. So, danke schön. Oh, nix, warum bleib ich denn drin? Mein Gott, ey, mein Gott. Wird komm mal raus und mach mal hier. Kurzen Prozess damit. So, danke schön. Und jetzt gehen wir mal eben, sollen wir heilen gehen? Ich glaube, ich gehe aber noch nicht heilen. Nee, komm. Brauchen wir doch nicht. Na du. Okay, komm mal her. Radikal, ja, doch, könnte da ausreichen. Und wir heilen mal sicherheitshalber. Da heilen wir mal. So und so und so und so und da und hier und na du. Oh mein Gott. Ich habe mir mit B-Level so viel Mühe gegeben. Ich habe das so krass gelevelt und ist so, ich mag vor allem Schlappohr, eins meiner Lieblings-Pokémon und ich mag Schlappohr so gerne und ich hätte das einfach so gerne gehabt in meinem Team und dann stirbt es einfach eiskalt und das ist doch nicht fair. Och Mann, ey. Das Leben ist unfair manchmal, aber was will man machen? Was will man machen? Das Leben ist nun mal so. So, Level 27 für B-Rabbit. Ach, B-Rabbit sage ich. Ach, natürlich B-Rabbit. Für Happy. Okay. Okay. Kann man schon kämpfen? Ich glaube, wir gehen jetzt mal lieber heilen. Wir gehen kurz heilen und dann hoffen wir uns, dass wir uns... Ja, hoffe ich mal, dass wir da unversehrt rauskommen aus dem Kampf wieder, weil das kann da schon anstrengend werden. Ich meine, sein stärkstes Pokémon ist Level 28, glaube ich. Doch, Level 28 müsste sein stärkstes Pokémon sein. Oder Level 30 oder Level 9. Das ist eins von den dreien. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon so lange her. Und, ja. Wir müssen wieder hochgehen und das wieder... Die Kurbel drehen. Juhu. Tränke haben wir, glaube ich, genug. Drei Stück oder zwei. Ja, wobei, wir gehen mal lieber ein paar Tränke noch einkaufen. Ja, doch, oder? Wie viel haben wir noch übrig? Wir haben noch... Zwei, doch, sollte, glaube ich, ausreichen. Zwei Stück, oder? Ja, wobei, ich gehe lieber mal kaufen, bevor ich dann noch mehr verliere und noch mehr ausraste. Dann ist wieder meine Schuld. Und da hier war ein Markt, oder? Nein, danke, ich will kein Foto machen. Nein, danke. Ich glaube, hier war der Markt. Dieser kleine Markt, wo man ein paar Sachen kaufen konnte. Supertrank können wir uns kaufen. Nee, weil Supertrank reicht auch aus. Acht von denen und fünf von denen. Hui, ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles hier wird. Ich bin echt aufgeregt und
Wieder an der Kurbel drehen. Oh mein Gott, dieses Spiel fuckt mich gerade so ab. Ja, danke. Soll ich mit Dingens leaden hier? Mit Happy leaden oder mit was anderem? Ich leade mal mit Ampharos. Weil wir damit viel. Ja, weil wegen Dingens. T-Wave, weil das hilfreich sein kann, denke ich mal. Ja, komm mal her. Mhm. Ja, die Fresse und Marin. Ich bin gerade so angepisst. Oh mein Gott, sorry. Ich bin. Nathalie? Ach, Noelle. Wie komme ich auf Nathalie? Warum sind alles Engineers? Ich verstehe es nicht. Level 29, holy mother. God. Oh mein Gott, okay. Donnerwelle. Und Donnerschock. Sollte du hitten, bestimmt, oder? 3 Hit, yay. Oder auch nicht. Okay, so. Tropius, da können wir doch auf Shelly gehen. Es sei denn, du bist ein Pflanzentyp und kannst mich jetzt. Wie immer auf die Frostbeule. Wow, okay. Ich dachte gerade, er würde wieder auf den Torblatt gehen und dann könnte er mich ja definitiv ausnocken. Aber zum Glück ist er auf den Übertrag gegangen und dann ist für dich Frostbeule in One-Hit gelandet. Yay! Okay, Shelly ist Level 25 und will Aurora-Strahl lernen. Ach, können wir 65? Nee. nee, danke. Das brauchen wir nicht. Sorry. Shizune erhält den Forstorden. Juhu, okay, wir haben jetzt mir auch ganz safe den Arena-Alter abgeklärt, abgecheckt, abgeschaffen. Laber ich da? Oh Gott. So, jetzt kriegen wir auch diese VM und können endlich fliegen, weil ich würde auch noch zu ein paar Städten fliegen, wo ich auch Pokémon fangen kann. Denn ich kann, glaube ich, noch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich in Viola City noch was fangen kann. Aber das mache ich jetzt auch nicht. Das kann ich erst viel später machen, wenn ich mal echt in Not sein sollte, weil ich bin ja jetzt gerade ganz okay und ganz gut und sowas. Und wir vergessen mal hier Zugabe. Weil Gena können wir noch gebrauchen eigentlich. Und fliegen mal zurück nach Olivia City und wir haben jetzt wirklich in 10 Parts schon, in 11 Parts schon 6 Orden, oh mein Gott. Und dann auch noch in, wenn wir jetzt das Ampharos hier retten und dann im nächsten Part Jasmin machen, Jasmin, wie auch immer. Jasmin heißt die doch, die heißt Jasmin. Dann haben wir schon 7 Orden, 6 Orden in 13 Parts. Wow, okay. Juhu, und das ist alles wieder hell und schön und toll und das ist alles wieder gut und wir gehen uns mal wieder dann so raus und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part mit Pokémon Heart Gold, der Powerlock Challenge und ich dachte gerade, dass das einfach aus dem Leuchtturm mit uns so runterfahren würde, so eine Art zu Service. Ja, wo wollen die denn hin? Ja, ich drücke ihnen das Stockwerk und ich, ja, okay. Ich bin Baoba. Ich wollte gar nicht rangehen. Hallo Shizune, ich bin Baoba. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Sie ist endlich eröffnet. Die Safari-Zone, du weißt. Oh? Du kennst doch das in den Fels gehauene Tor in Animona City, oder? Wenn du dort durchgehst, erreichst du sie nach einer Weile, die Safari-Zone. Nun, es liegt nicht gerade auf dem Weg, aber schau unbedingt mal einmal vorbei. Und tüt. Und okay, wir können da mal hingehen und in der Nase, oh mein Gott. Okay. Und dann da mal einen Besuch abstatten und dann da gucken, was wir da so fangen können. Nee, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal mit Pokémon Heart Gold der Powerlock Challenge. Und 20 Minuten, yay.